Die drei Phasen der bisherigen Moralität. Nummer 94 aus Menschliches, Allzumenschliches, zweiter Band von Friedrich Nietzsche. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im Oktober 2009. Die drei Phasen der bisherigen Moralität. Nummer 94 aus Menschliches, Allzumenschliches, zweiter Band von Friedrich Nietzsche. Es ist das erste Zeichen, dass das Tier Mensch geworden ist, wenn sein Handeln nicht mehr auf das augenblickliche Wohlbefinden, sondern auf das Dauernde sich bezieht, dass der Mensch also nützlich, zweckmäßig wird. Da bricht zuerst die freie Herrschaft der Vernunft heraus. Eine noch höhere Stufe ist erreicht, wenn er nach dem Prinzip der Ehre handelt. Vermöge desselben ordnet er sich ein, unterwirft sich gemeinsamen Empfindungen, und das erhebt ihn hoch über die Phase, in der nur die persönlich verstandene Nützlichkeit ihn leitete. Er achtet und will geachtet werden, das heißt, er begreift den Nutzen als abhängig von dem, was er über andere, was andere über ihn meinen. Endlich handelt er auf der höchsten Stufe der bisherigen Moralität nach seinem Maßstab über die Dinge und Menschen. Er selber bestimmt für sich und andere, was ehrenvoll, was nützlich ist. Er ist zum Gesetzgeber der Meinungen geworden, gemäß dem immer höher entwickelten Begriff des Nützlichen und Ehrenhaften. Die Erkenntnis befähigt ihn, das Nützlichste, das heißt den allgemeinen, dauernden Nutzen, dem Persönlichen, die ehrende Anerkennung von allgemeiner, dauernder Geltung, der Momentanen, voranzustellen. Er lebt und handelt als Kollektivindividuum. Ende von Die drei Phasen der bisherigen Moralität. Nummer 94 aus Menschliches, Allzumenschliches, zweiter Band von Friedrich Nietzsche.